Es ist notwendig, dass wir uns bei einigen wirklich wichtigen Fragen in Europa und auch der Welt an den Koalitionsvertrag alle halten. Da ist zum Beispiel auf der Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende in München von allen Seiten aus erklärt worden, es muss für die Bundeswehr mehr getan werden. Und dann höre ich, dass der Außenminister sagt, das 2%-Ziel, das in der NATO vereinbart ist, eine Vereinbarung, an der auch SPD-Außenminister teilgenommen haben, sei so nicht zu machen. Im Koalitionsvertrag steht aber genau das drin, dass wir nämlich die NATO-Verpflichtungen erfüllen wollen. All dies zeigt, dass die Zeit der Irritationen und wo jeder hier sagt, was er für richtig hält, beendet werden und dass wir in eine Koalitionsdisziplin hineinkommen, die auch die wichtigen Fragen, die jetzt auf Antworten in Europa und der Welt warten, von der Koalition gemeinschaftlich beantwortet werden.